meine Lieben. Ja, es ist total spät und ich dachte mir, ich drehe jetzt mal eine Nachtroutine und ja, wir haben es nachts und ich würde am liebsten schlafen gehen. Ja, aber die Mail hat sich gerade gemeldet und ist ein bisschen meckerig gerade. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach mal mit, wie ich sie jetzt verpflege. Ja, vielleicht mal Windel wechseln und ein bisschen kuscheln. Vielleicht reicht das schon. Ja, wie gesagt, es ist total spät und ich habe noch nie eine Nachtroutine gemacht, deswegen dachte ich mir, mache ich mal eine Nachtroutine. Das heißt, wir schauen mal, was die Mel so hat. Kleine liegt noch Bettchen, genauso wie der Jane. Irgendwie ist sie ein bisschen frech. Ne, Mari. Schauen wir mal. Ich werde jetzt mal auf den Arm nehmen gleich. So, wir wickeln die kleine Maus mal kurz. Ich dachte mir, ich ziehe vielleicht ihre Hose aus, dass sie nur im Body schläft. Weil vielleicht ist sie einfach ein bisschen warm. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer dann. Aber gerade ist sie wieder ruhig, aber wenn man sie wieder ins Bett legt, dann fängt sie wieder an rumzumeckern. Und das bringt sie ja auch nicht, ne? Vielleicht will sie noch was essen, die Maus, ne? Weiß man ja nicht. Socken mal wieder an. Ohne Socken ist es ein bisschen kalt. Immer ohne Socken ist es zu kalt. Was ist los? Vielleicht auch ein bisschen Bauchschmerzen. Schauen wir mal, die Kleine noch was essen möchte. Aber sie schläft schon fast wieder. Vielleicht hat sie einfach ein bisschen Bauchschmerzen gehabt oder ihr war warm oder ich weiß nicht. Sie wird einfach ein bisschen kuscheln. Kuscheln wir noch ein bisschen. Mama, sie. Das ist süß. Der Jane schläft immer weiter. Es ist zwar hell hier und leise sind wir auch nicht, aber er schläft immer weiter. Schaut mal. Schläft einfach. Aber die melden gleich auch wieder. Das heißt, ich kann auch gleich endlich wieder schlafen. Hallo. Jetzt ist der noch der Jaden. War ihm doch so ein bisschen zu viel Lärm, ne? Ja. Doch zu laut. Guck dir mal, die eine Strähne hier oben. So lang. Mit der auch ein bisschen kuscheln. Ist auch ungerecht, ne? Nur einer kuschelt werden, das geht dir gar nicht. Ja.
Oh, ich gebe Melis doch nochmal eine Flasche, weil die Maus hört einfach nicht auf. Und deswegen kommt jetzt noch schnell eine Flasche. Dann schauen wir mal, ob dann gut ist. Nee, ich mache das einfach mal im Bett, weil sie gerade so gut liegt hier. Jane ist zum Glück wieder ruhig. Das war bestimmt nur so ein bisschen Eifersucht. Oder einfach zu viel Lärm und dann ein bisschen kuscheln. Dann geht das alles wieder. Und die Mail schläft ein. Also ich finde das immer süß, wenn die Kleinen beim Essen einschlafen. Aber sie trinken immer noch weiter. Das ist irgendwie total faszinierend ein bisschen. Sorry. Das Spucktuch hin, falls mir gleich irgendwie sauert. Die können die gleich schon wieder schlafen gehen. Oh, ich hoffe, die bleiben jetzt ruhig. Aber sieht so aus. Gut. Dann werde ich mir jetzt auch mal wieder hinlegen. Mels Hose noch kurz wegräumen. Damit ich auch schlafen kann. Oh, wird Zeit, ich bin müde. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, so ein kleiner Einblick. Ja, es war jetzt nicht viel, aber es war auch jetzt nur kurz eine Nachtroutine und mehr mache ich halt in der Nacht nicht. Und es reicht ja auch, wenn Mel jetzt nur das wollte, dann ist ja alles gut. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich gehe jetzt schlafen. Und ja, bis zum nächsten Mal.